Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Kampf hier bei Pencave vs. Seine. Mit Seine? Ja, oder Marcel? Hallo. Ist ja ein Wunder, dass ich hier dabei bin, Mensch. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön auch, dass wir hier aufnehmen können. Freut mich natürlich immer noch, dass ich dabei sein kann, ja. Ja, sehr gerne. Wir sehen hier gerade die Preview von unserem Kampf. Logischerweise keine Überraschungen, was die Team-Pokémon angeht, aber möchtest du vielleicht einmal ganz kurz erklären, warum du mit deinem Tentantel geleadet hast? Ja, das kann ich doch gerne machen. Ich habe in meinem Teambuilding-Video schon darüber gesprochen gehabt, und zwar habe ich dort auch schon gesagt, dass ich damit rechnen könnte, dass du mit Hytera oder Rabigator eben startest, dass das deine Pokémon sind, mit denen du leaden möchtest. Und sowohl Rabigator als auch Hytera haben so gut wie keine Chance gegen Tentantel, habe ich mir im Teambuilding-Video erzählt. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, Tentantel kann Roxanne, Tentantel kann außerdem noch, also ich habe es so gespielt, dass ich ja Leech Seed drauf habe, sprich, dass ich da halt mit Egelsamen dort agieren kann, zum Beispiel gegen den Hytera und halt sowieso Damage-Output machen kann gegen sowohl Rabigator als Hytera und sie aus dem Spiel nehmen könnten. Deswegen habe ich mir gedacht gehabt, okay, packst halt mal Tentantel raus. Aber ich bin der Meinung, du kannst jetzt erklären, wieso du Lugia rausgezückt hast und nicht irgendein anderes Pokémon, womit ich gerechnet habe. Naja, das Problem ist natürlich, wie ich in meinem Teambuilding hier erklärt habe, die Kombination aus Proto-Kyogre, Nachtara und Skogro machen es für mich hier extrem schwierig, durch diese drei Pokémon durchzukommen, weil jedes Mal, wenn ich Proto-Kyogre angreife, kannst du halt entweder in Skogro gehen, um eine eventuelle Donnerattacke abzufangen, Elektroattacke abzufangen, oder halt in Nachtara zu gehen, wo ich dann wieder aufpassen muss, wenn ich einen physischen Sweeper drin habe. Deswegen habe ich mir hier gedacht, fange ich einfach mal mit Lugia an, weil das meiste, was du mit dem du anfangen könntest, weil ich habe mir gedacht, du würdest nicht mit Kyogre direkt anfangen, weil es dein wichtigstes Pokémon ist, gegen das meiste kann Lugia zumindest schon mal Gedankengut raushauen und dann vielleicht schon mal ordentlich Schaden drücken. Deswegen habe ich mir gedacht, fange ich hier mit Lugia an. Und, ja, das steht natürlich im kompletten Kontrast zu dem, was ich mir halt vorgestellt habe. Das weil stimmt, ja. Weil erstmal, also es fängt ja damit an, dass du ja meintest, dass Nachtara und Skogro halt irgendwie für dich eine ganz große Wand beide Pokémon sind. Was bei mir halt im Teambuilding-Video einfach komplett das Gegenteil dem war. Ich ging davon aus, Skogro und Nachtara, die sind halt da. Ich habe zwar schon eine Idee, was ich mit denen machen möchte über das Spiel halt drüber oder über den Kampf halt drüber, aber ich dachte mir halt echt nicht, dass die so einen einschneidenden Einfluss hätten in deinem Teambuilding. Aber ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal selber an, ob das vom Gameplay her funktioniert hatte, wie ich mir das ausgemacht hatte. Sehr gerne. Ja, los geht's. Dann startet das Ganze mal. So. Keine Überraschung. Trainer Marcel fordert dich heraus. Ja, wunderschöner Trainer. Sieht gut aus, der Junge. Und wir fangen in der ersten Runde direkt an mit Marmelade gegen Donald Trump. Und wieso es Donald Trump heißt, habe ich auch in meinem Teambuilding-Video erklärt, weil halt eben Tentantel eine Wall ist, ja? Und ich denke mal, Pan versteht man. Die gehe ich ganz klar raus, weil ich habe halt keine Chance gegen Lugia, setze Nachtara ein, damit ich Toxin einsetzen kann, damit die Multischuppe halt so gesehen bricht. Genau. Indes kann ich natürlich hier auch das Gedanken sehen, weil Tentantel macht da nichts gegen. Aber auf der anderen Seite, das Nachtara ist mir dann doch nicht ganz geheuer, deswegen gehe ich hier dann als nächstes auch direkt mal raus. Ja, ich habe da natürlich auf Toxin geklickt, wie gesagt, damit ich die Multiscale bei dir brechen kann. Da kommst du auf, naja, Rabigator halt raus. Finde ich nicht schlimm, dass ich da halt Toxin jetzt auf deinen Rabigator halt rauskriege, weil, naja, somit kriege ich noch ein bisschen mehr Damage auf deinen Rabigator. Und ich ging halt sowieso davon aus, dass dein Rabigator ein bisschen auf Attack gesetzt hat. Ja, Chip Damage ist auf jeden Fall immer gut. Genau. Ich hätte hier natürlich jetzt sehr gerne das Item von deinem Nachtara abgeschlagen. Deswegen gehe ich natürlich auf den Abschlag. Genau, aber du holst deinen Donald Trump rein. Damit habe ich nämlich gerechnet, dass du mit so einer physischen Attacke wie Abschlag kommst, um ein Item wegzuhieven. Naja, Eisenstachel mit der Kombination von Beulenhelm. Du kriegst jetzt richtig schön Schaden plus Toxin. Ja, und somit habe ich erstmal deinen Rabigator 50% fast draufgesetzt. War auf jeden Fall nicht ganz so cool. Hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Deswegen, Rabigator möchte ich hier noch ein bisschen behalten, hol's zurück. Und hier kommt Hytera rein, was dich wahrscheinlich ein bisschen verwirrt hat. Aber Hytera ist ja tatsächlich genau für dieses Tentantel ausgelegt gewesen. Richtig, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Habe aber meine Free Rocks rausbekommen, was ich schon mal gut finde, falls Lugia zum Beispiel wieder reinzwitchen musst. Ja, und dann kommt das.
mit überhaupt nicht gerechnet habe, dass es mit Flammenwurf kommt. Und dann dachte ich mir, okay, packst du jetzt mal schnell den Damage Calculator raus, Egelsamen raus, mit der Nightera so gesehen, hab ich abgezogen bekommen und nicht ein bisschen mehr. Und der Damage Calculator sagte mir, oder beziehungsweise ich dachte, der Damage Calculator sagt mir, ich überlebe das zu einer 87,5%igen Chance. Hab es aber falsch gelesen, weil Flammenwurf würde reichen zu 87,5%. Das heißt, ich war einfach zu blöd, einen Damage Calculator richtig zu lesen. Und somit, naja, 12,5% kamen leider nicht für mich rein und du hast jetzt den Pumpe von mir ausgenommen. Ist natürlich an deiner Stelle etwas schade. Damit hat Tyra allerdings auch schon seinen gesamten Zweck erfüllt gehabt. Mehr sollte es eigentlich in diesem Kampf nicht wirklich machen. Was überhaupt nicht meine Idee wäre. Da dachte ich mir so, okay, da wirst du jetzt wahrscheinlich sowieso rausgehen und ein Pokémon reinswitchen, was dagegen gut wäre. Also dachte ich mir, okay, kriege ich Kehrtwende raus und du gehst ja auf Protect natürlich. Aber ja. Ich krieg halt Egelsamen nochmal raus, was ich nicht schlecht finde. Ein bisschen mehr Schaden für dein Bonbon. An dieser Stelle, jetzt kommt schon mein erstes Missplay leider. Ich wechsle tatsächlich Bonbon raus. Ich hätte es ja einfach untergehen lassen sollen. Das wäre an dieser Stelle besser gewesen. Dann hätte ich nämlich Raikou nochmal reinholen können, ohne dass es direkt Schaden kriegt. Aber ja gut, jetzt muss Raikou natürlich hier... Okay, den Naturzorn abfangen. Ich dachte jetzt, du gehst wieder auf die Kehrtwende, aber... Nein, ich dachte mir halt zu dem Fall, dass du vielleicht sogar, weiß ich nicht, irgendwas vorhast mit Lugia, weil du halt sowieso eine Elektroattacke tanken würdest. Und damit, dass du da irgendwie schnell Intelligenz ausprobieren möchtest, deswegen dachte ich mir, okay, könnte ich ja mal Multiscale auch mit dem Nature Madness da ja irgendwie aufkriegen. Naja, du hast jetzt halt dein Raikou raus, da kann ich halt Scoreless irgendwie einsetzen, beziehungsweise das Gleisscore. Und es kam Dampfwalze. Ja. Perfekt. Hätte natürlich das dem Kaporiki sehr viel Schaden gemacht, aber dadurch muss ich jetzt Raikou leider schon abwerfen. Und das hat mich auch sehr stark getroffen, weil gegen das Gorgo macht Raikou auch fast gar nichts, außer die Ampelleuchte, die eigentlich nur für Nachtara drin gewesen ist. Und Raikou geht jetzt hier in dieses Station Down, was mich auch sehr, sehr geärgert hat. Aber ja. Somit halt hat so mein Scorgro schon mal mehr erfüllt, als ich mir überhaupt jemals gedacht hätte für das Video. So, jetzt Lugia kommt rein. Kann natürlich das Scorgro direkt quasi one-hitten. Deswegen holst du es auch zurück. Und hast durch die Tarnsteine aber schon einen Schaden bekommen, sodass ich jetzt gut in meinen Taburigi reingehen kann. Genau, und das ist das Problem. Weil jetzt würde eine Elektroattacke halt eben reichen. Und das wusste ich dann zu dem Zeitpunkt, weil Tarnsteine ja eben das aufgebrochen hatte. Und so wird es dann auch geschehen. Ich dachte, ich setze jetzt den Z-Move halt ein, Z-Move Wild Charge. Ich dachte halt auch, und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass du vielleicht dein Rabigato jetzt rausholst. Wäre auf jeden Fall das bessere Play gewesen. Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass es passieren wird, aber du bist ja glücklicherweise drin geblieben. Und somit, ja, also das ist egal, was jetzt gemacht wurde, Lugia ist halt down nach Z-Wild Charge, das ist... Ja, leider verliere ich an dieser Stelle schon Lugia, was so super bitter gewesen ist und mich wirklich sehr, sehr stark zurückgeschmissen hat. Jetzt kommt der Switch in Rabigator, eine Runde zu spät leider. Stimmt, richtig. Hättest du es vorher gemacht, wäre es natürlich echt besser gewesen. Hier, Bedroher kam raus. Ich dachte mir, okay, ich bin sowieso schneller. Setz Catwin ein, kriegst du effektiv noch Schaden raus. Dachte mir, vielleicht besiege ich es sogar, aber leck mich an diesen Bedroher. So, ich habe es leider doch nicht bekämen können. Jetzt kommt wieder das Problem, was ich schon angesprochen habe. Scorgo kommt einfach rein und kann einfach wieder die Elektroattacke abfangen. Deswegen, das ist das, was ich in meinem Teambuilding erwähnt habe. Die Kombination Kyogre, Nachtara, Scorgo für mich... extrem schwierig. Das hat für mich gut funktioniert in dem Kampf, wobei ich vorher damit ja überhaupt nicht gerechnet habe, dass Scorgro auch so viel Leistung hier zeigen wird. Hier setzt jetzt halt Vulcanion rein. Scorgro war für mich dann sowieso eigentlich vom Teambuilding her geplant, dass du nur das Item von Vulcanion wegbekommst. Du kriegst sogar den Crit halt raus. Die Kerzalbeere ist draußen. Dass du jetzt natürlich mit Scorgro besiegst, war mir bewusst, das war klar. Aber eigentlich war das auch gar nicht anders geplant von mir, wie ich Scorgro zumindest verwenden möchte für den Kampf. Du hast auch noch deinen Crit bekommen natürlich, Gleichberechtigung und so. Ja. Jetzt holst du dein Starship rein, dein wunderschönes pinkes Kyogre. Ja, pinkes Kyogre. Das wunderschöne schwarze Poto-Kyogre. Wobei, ich habe gerade gesehen, man sieht es jetzt gleich, das hat immer noch pinke Schwingen, ne? An den Seiten ist es immer noch pink. Ja, das ist doch nicht schlimm, oder? Und jetzt kommt mein Gimmick des Kampfes. Mein Lieblingsgimmick im ganzen Kampf kommt jetzt. Dafür, was Vulcanion eigentlich die ganze Zeit nur tun sollte, nämlich die Explosion rauskriegen gegen dein Proto-Kyogre. Mein Gesicht, als du das eingesetzt hast, das hätte man sehen müssen. Ich habe das gar nicht fassen können, dass du mit Explosion ankommst. Ich habe auch gar kein defensives Investment auf Kyogre, weil ich das halt als Attacker verwenden wollte. Ja, deswegen, nur für diesen Zweck hat Vulcanion tatsächlich Full Angriffsinvestment bekommen. Weil bei dem Rest war es sowieso nicht so wichtig, aber dieses Proto-Kyogre musste downgechippt werden. Aber leider ziehst du es hier auch schon wieder zurück, was natürlich verständlich ist.
aber natürlich für mich halt sehr, sehr ungünstig ist, weil jetzt kommt Glurak rein und ja, Glurak ist jetzt für den Rest, der noch übrig ist, nämlich Absol und Hytyra, das absolute Stoppschild. Da können wir einfach leider gar nichts mehr machen. Richtig. Kannst jetzt natürlich noch mit deinem Knuddler ein bisschen Schaden rausbekommen, beziehungsweise jetzt gleich in der nächsten Runde, wenn ich dann meinen Glurak zu einem Mega-Glurak X halt wieder mache, macht natürlich der Knuddler mehr Schaden, ne, wegen, weil sich das ja neutralisiert von der Effektivität. Das war mir zwar bewusst, aber mir war auch bewusst, dass ich das eigentlich überleben sollte. Und wenn ich jetzt halt den Dragon Dance rausbekomme, bin ich schneller als du und würde den Absol halt, naja, aus dem Spiel nehmen halt eben. Da ist es dann auch egal, ob du Knuddler jetzt so viel Schaden machst. Ja. An der Stelle ist es aber, glaube ich, auch nicht zu viel, zu viel verraten, wenn ich sage, das können wir leider nicht mehr gewinnen. Der Flammenblitz kommt jetzt hier. Nee, der Flammenblitz kommt hier, nimmt das Absol auch direkt raus. Aber du musstest an dieser Stelle auch auf den Flammenblitz gehen, weil alles andere hätte, glaube ich, nicht für einen One-Shot gereicht. Das glaube ich auch nicht. Wobei Outrage hätte ich noch gehabt. Achso. Okay, ja gut. Und hier dachte ich mir dann, okay, ist egal, Hytyra sollte ich eh one-hitten. Komm, da sind Flammenblitz ein, selbst wenn ich Glurak damit noch ins Jenseits schicke. Einfach damit wir nochmal gelungenen Abgang haben. Sehr schön. Damit geht Bonbon auch down, was eigentlich schon viel früher hätte down gehen sollen, weil es seinen Zweck erfüllt hat. Aber naja, gut. Ja, wir verlieren damit den ersten Kampf. Genau. 3-0 sozusagen, aber für dich steht es jetzt 1-0, weil du den ersten Kampf gewonnen hast. Richtig. Trotzdem am Ende noch ein halbwegs spannender Kampf gewesen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich doch so viele deiner Pokémon down bekomme, weil ich hätte einfach gedacht, du switcht einfach zwischen deinen Pokémon hin und her, sodass ich da eigentlich überhaupt keine Chance habe, durchzukommen, ohne irgendwas groß zu predikten. Deswegen mit dem 3-0 Ergebnis, denke ich mal, kann man hier noch relativ zufrieden sein. Ja, 3-0 Ergebnis. Ich hätte ja gar nicht mit Glurak Flyerblitz machen müssen, weißt du? Es ist einfach nur für die Show. Ja, deswegen sage ich ja, kann man hier auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, das auf jeden Fall. Du kannst auch mit deiner Leistung zufrieden sein. Es war ja auch irgendwie ein bisschen von Anfang an klar, dein Team ist jetzt im Vergleich zu meinem Team auch von der, ich sag mal, Gesamtstärke her oder auch von den Individual-Pokémon her nicht wirklich stärker als mein Team. Das muss man einfach sagen, mein Team ist halt einfach stärker. Man hat hier und da seine Fehler gemacht. Ich meine zum Beispiel, dass ich den Damage Calculator falsch gelesen habe, den Tantel damit halt umgebracht habe. Hätte echt nicht sein müssen, das war blöd gespielt. Aber vielleicht wäre das dann ja nicht das Ende gewesen vom Kampf, hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Also, so muss man das auch denken. Es hätte auch passieren können, dass dann der Kampf auch anders ausgehen würde. Wäre ich zum Beispiel rausgeswitcht und es wäre zu einer anderen Situation gekommen. Das könnte ja alles passiert gewesen sein. Aber somit, ich nehme den Sieg herzendankend an mich. Ja. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber nee, das ist natürlich hier die Krux in diesem Format, dass wir halt zufällige Teams bekommen und da kann es schon mal sein, dass der eine vielleicht ein bisschen die Oberhand hat, was das Team angeht, da muss man dann natürlich ein bisschen sich drauf einstellen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Kampf in der nächsten Woche. Auf jeden Fall, da bin ich auch schon sehr gespannt, vor allem was für ein Team ich da halt zusammengestellt bekomme. Oh ja. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war Pancave vs. Seine Nummer 1, Folge 1 sozusagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du da gewesen bist und dass ihr alle natürlich zugeschaut habt und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Macht's gut, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Tschüss, tschüss.